haben wir denn hier? Blitzer. Oh, Ruckzuck-Limonadel-Rakete. Ja, dieses Blitzer werfen wir dann, ne? Supertrank, das waren 40 Schaden, oder? Entferne auf einer deiner Pokémon eine Energiekarte und das Pokémon bis zu 4. Ja, aber eine Energiekarte, gar nicht so gut. G-Wass ist natürlich sehr gut. Knopfenser, der alte. Der alte Fletcher. Shiggy haben wir noch einen Kleinstein. Natürlich sehr gut. Steinhagel, ja. So ähnlich wie eben Nidoran, weiblich. Kann eigentlich Dragosa noch was an? Raserei. Gar nicht übel eigentlich. 10 und dann eben noch, also 10 Damage und dann noch plus 10 für jeden Damage, den er eben hat. Mache mal! Galoppa, G-Wass, wieder mal Georock. Sehr gut, Nebulak. Sieht auch aus wie ein Fletcher irgendwie auf der Karte, finde ich. Okay, Evoli, Safkorn, Shiggy und Kampf. Okay. Was ist denn jetzt passiert? Heute ist nicht mein Glückstag. Das letzte Mal anscheinend auch nicht. Na gut. Moment. Ich glaube, jetzt müssen wir eigentlich genug haben für ein Stein-Kampfdeck. Moment. Lass mal kurz. Ups. Lass mal sehen, wie viel Energiekarten ich hier drin habe. Also Pflanze. 14. Okay. Wobei wir irgendwie eigentlich immer mehr Wasser zu finden scheinen. Aber gut, 14. Lass mal sehen. 18. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Na, wir gehen ja komplett auf Kampf. Also können wir mal hier voll... So. voll auf Kampf gehen. Und wir sagen Sandan. Sandwirbel? Ja, okay. Sandan ist auf jeden Fall mit dabei. 7 Dicta-Karten. Das ist aber auch nicht mehr ganz richtig. Okay, was könnt ihr denn hier? Okay, das war Kick, das war klar. Ach, und uns fehlt noch hier, ne? War nicht vorm Macho Mai noch eins? Ja doch, Mashok, genau. Also können wir Macho Mai, je nachdem, wie man ihn nennen möchte, erstmal außen vor lassen. G-Rock und G-Wass kommen natürlich mit rein. Steinwurf, ey. 40 Damage, okay. Tagosso können wir auch mit, oder? Ja, wir haben noch keinen Dr. Knogger, von daher können wir ihn raus draußen lassen. Wir müssen leider draußen bleiben. Boxschlag und Spezialschlag. Oh, nichts Besonderes, keine besonderen Fähigkeiten dazu, aber das passt schon. Kabuto. Ja, wir haben noch keine Entwicklung von dem, also, ne. Er ist eigentlich auch nicht schlecht, deswegen kommt er auch nochmal mit rein. Okay, eigentlich theoretisch können wir alle mit reinnehmen, weil wir haben sonst... Obwohl, wir haben Trainerkarten. Trainerkarten. Jupp, können wir mit rein. Ja, das ist nicht so gut. Pokéball, jawohl. Pokémon Center war hier. Wir sehen es, also wir können alle Schadensmarken komplett entfernen, aber wir müssen auch alle Energiekarten ablegen und naja. Da gibt es Besseres. Das können wir mit reinnehmen. Detektor, das war, glaube ich, Energiekarte, oder? Ne, Trainerkarte. Okay. Windtauch, jawohl. Trank sowieso. Super Trank, ja gut, okay. Hyperheiler, jawohl. Das bringt... Achso, ja genau, damit können wir quasi eine Karte, die auf dem Friedhof des Gegners liegt, wieder zurück ins Game holen. Also falls es eben eine extrem schlechte war auf seiner Seite, können wir die direkt wieder zurückholen und mal schön fletschen. Und eigentlich können wir sowieso alles hier mit reinnehmen. Weil wie gesagt, wir müssen das Deck hier irgendwie voll kriegen. Krassaf, sehr gut. Und wir können maximal, also ihr seht es gerade, ich kann nur maximal 4 von einem Pokémon anscheinend drin haben. Das wusste ich auch nicht, also wir können... Selbst wenn wir jetzt mehr Diktas haben wollten im Deck, können wir nicht mehr reinmachen außer 4. Das gilt für jedes Pokémon, glaube ich. Na komm, Dragosso kriegt dann nochmal einen Platz hier in unserem Herzen. Und dann können wir eigentlich noch irgendwie, keine Ahnung, was machen wir noch? Ja gut, Pflanzenenergie können wir hier noch mit reinhauen. So. Speichern. Ja, natürlich. Deck speichern. Und da es ja das Steinkampfdeck ist, würde ich sagen... Ist das Deck natürlich einzig und allein für Stoned? Fighters! So. Stoned Fighters! Alles klar, dann wählen wir das Deck direkt mal aus und machen uns auf Richtung Elektro. Aber vorher wollte ich ja nochmal schauen, was hier überhaupt Phase ist, weil da habe ich, glaube ich, das letzte Mal nicht reingeschaut. Ich ziehe bald an einen fernen Ort, aber ich bin nicht traurig. Ich werde neue Freunde finden, die mit mir das Pokémon-Kartenspiel spielen. Das ist ja fast schon Product Placement. Das ganze Game ist Product Placement.
Typ. Och, ich habe verloren. Pascal ist wirklich gut. Eines Tages werden die legendären Pokémon-Karten ihm gehören. Das sehe ich anders. Oh, Entschuldigung, hast du schon gehört? Ishihara, der am Kap im Nordwesten lebt, er besitzt 10.000... Wow, der hat kein Hobby. Vermutlich auch sehr seltene Karten. Sorry, ist das hier Pascal? Ja? Oh ja. Hi, ich bin Pascal, ein Mitglied des Steinclubs. Ich habe gerade ein Duell beendet. Ich habe gewonnen. Ja, ist ja klar. Die legendären Karten werden mir gehören. Wie sieht das aus? Möchtest du gegen mich antreten? Moment. Wie, hast du Angst vor... Okay. Dem ziehen wir mal schön die Zwille. Aber da er ja Mitglied vom Steinclub ist, warum ist er dann nicht an seinem Posten? Erstens. Und zweitens, werde ich natürlich das Leave-It-To-Me-Deck dafür nehmen. Dann schauen wir mal, wer hier das letzte Lohlen hat. Warum kennst du meinen Namen? Woher kennst du meinen Namen? Ja. Nje. Wie beim letzten Mal? Na gut, 4 Karten. Preise. Nee. Das ist ein harter, definitiv. So, dann schauen wir mal. Aber auch so viel hat, wie er verspricht. Oder so. Ja, fängt schon mal gut an. Das sind auch nicht die besten Karten. Oh, Professor Eich und Bill geht eigentlich. Da hätten wir uns nochmal schön was mit abstauben können. Nochmal keine Basis-Pokémon? Na, okay. Oh Gott. Oh Gott. Das ist extrem schlecht. Wow. Also er braucht Pflanze. Genau. Er braucht 2-mal Pflanze. Jawohl. Und er braucht noch 4 mehr Pflanze. Na gut, dann schicken wir mal Krabby raus. Und hoffen mal, dass wir eventuell noch, keine Ahnung, eine Energiekarte bekommen, damit wir eben auch angreifen können mit ihm. Dieses Samen wird rausgeschickt. Und das passt eigentlich, jawohl. Wir könnten uns sogar einen Bisaknosp holen, falls wir Glück haben mit dem Pokéball. Den wir ja als Trainerkarte haben. Denn damit können wir uns ja... Wirfen wir eben auch eine Münze und bei Kopf können wir uns einen Basis-Pokémon... Basis? Oder eine Pokémon-Karte aus dem Deck holen. Oh Gott, nicht schon wieder. Also selbst wenn wir wollten, könnten wir ihn nicht besiegen, weil der Angriff von Krabby eben nur 20 Schaden macht. Aber gut, Wasserenergie schon mal an Krabby. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir den Pokéball hier... Ob es klappt. Und tap. Nope. Ah, okay. Evolutions- oder Basis, genau. Dann würde ich doch einmal... dass ich... Wo ist er denn? Wo ist er? Komm her. Wo bist du? Da ist er. Kingler. Wunderbar. Wäre ganz am Ende des Decks gewesen. Das ist auch geil. Ah, ich dachte, wir hätten mehr. Okay, 2-mal brauchen wir für den, was ein bisschen blöd ist. Mhm, machen wir. Oh, das wäre sogar perfekt gewesen. 2-mal Pflanze hier als nächstes. Nee. Naja. Okay, Krabby. Da ist er. Wunderbar. Eventuell. Also es wird ein bisschen dauern, wir brauchen mindestens... Oder er macht das, das geht auch. Er macht uns wahrscheinlich genau so down, das sehe ich schon kommen. Okay. Dann würde ich sagen, entwickeln wir einfach mal eins, weil wir es können. Ja, nehmen wir das, was wir gerade platziert haben, was nicht geht, nehmen wir das. Gut. Macht eigentlich gar keinen Unterschied, aber ist ja Wayne. Gut, mehr kann man nicht machen. Familienruf habe ich keinen Bock drauf, von daher Wayne. Einfach mal, wie gesagt, darauf hoffen, dass wir hier eventuell das bekommen, was wir brauchen. 2 weitere Energiekarten und am besten in den nächsten beiden Runden, sonst sieht es ziemlich schlecht aus. Weil wir können ihn mit einem Krabhammer sogar down machen. Macht ja 40 Schaden. Oder was kannst du eigentlich noch? Achso, ja, stimmt, das war ja... Stimmt. Je mehr Schaden wir haben, desto mehr je mehr Schadensmarken wir auf Kingler haben, desto mehr Schaden macht er. Das wären 30 Schaden momentan. Aber ich warte mal noch, denn sonst macht er mir zu viel Schaden. Also ich könnte ihn nicht down machen mit Dreschflegel momentan, glaube ich. Das wären 30 Schaden. Und er hat ja 40. Oh Gott, das ist ein Problem jetzt. Dr. Knogge, oh Gott, no. Oh. Okay. Ein Glück. Das war nochmal ordentlich Luck, den ich gerade hier in meinem System hatte. Holy Spit. Abwehr am Beleber immerhin.
Ja gut, das wären 30 Schaden, die wir jetzt machen würden. Also rein da. Wobei er uns ganz schnell down machen kann auch. Problem. 20? Achso, ich dachte 10 normal und dann plus... Zweimal plus 10 eben, aber anscheinend... Ja, okay. Das heißt, wenn wir jetzt 50 Punkte Schaden hätten, würden wir 50 Punkte Schaden eben auch machen. Der Typ ist nervig. Ich glaube, der ist noch eine Spur zu hart für uns. Wir sind noch am Leben. Das heißt, wir würden jetzt 50 Schaden machen. Im nächsten Zug. Reicht das? Ich hab ja gar nicht... Oho, Baby. Ja, reicht sogar. Moment, wie viel Schaden machen wir dann hier mit Krabhammer 40? Ja gut, Kingler ist sowieso down. Von daher... Ja, komm. Machen wir das so und dann machen wir das natürlich so. Krabhammer hätte auch gereicht, aber wir haben nicht genügend Energiekarten auf ihm. Okay. Ich brauche Energie. Ah, und Georg ist schon verdammt gut ausgestattet. 50 Schaden, 40. Ah. Wobei der Sound von diesem Steinwurf ist nicht schlecht. ja gut. Hoffen wir mal darauf, dass wir das bekommen, was wir brauchen. Was ich nicht glaube allerdings. Raupi, nee. Nee. Wenn ich noch die ganzen Energiekarten mitnehmen könnte, dann wäre Beleber ziemlich geil, aber... Mal sehen. Schadensmarken in Höhe der KP des Pokémon, bla bla bla, auf die Pokémon-Karte. Nicht einsetzen, wenn die Bank voll ist. Naja. Leider steht davon nichts da, dass wir nochmal das alles mit zurücknehmen können. Also die ganzen Energiekarten mitnehmen können. Leider nicht, von da habe ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt, aber na gut. Das war's, glaube ich, für uns. Wie gesagt, der scheint auch eine Spur zu hart zu sein. Pascal. Unmöglich, der Typ, ey. Ein richtiges Vieh ist das. Ein richtiges Vieh. Habe ich Nidoran weiblich draußen? Nope. Das kann ich aber ändern. Einfach nur, weil ich es kann. Hä, was? Oh. Na gut. Never mind. Ich dachte mir halt, dieser Knosp wäre das Schlauere. Weil, ne? Er braucht ja nur zwei beliebige. Anstatt zweimal Pflanze. Um anzugreifen. Aber, naja. Denken ist manchmal Glückssache. Mach einfach schnell hier alles down, dann haben wir das hinter uns. Also, Sterndu wäre dann das nächste, was ich rausschicken würde. Ja. Machen wir das fix, wie gesagt. Ja, ja, ja. Mussten ja extra noch hier angeben, Chef. Wir wissen alle, das ist so großartig und... Aber gut, da haben wir zumindest gleich wieder das, den nächsten Opfer quasi vor uns und das werden die Kollegen aus dem Kämpfer aufgeben? Kann ich nicht. Die Kollegen aus dem Blitzclub, Elektroclub, war es ja. Na, es geht halt immer, also wir haben es ja auch gesehen, ich meine, unser Deck ist bei weitem nicht großartig, aber es liegt eben nur einzig und allein daran, was wir eben für Karten ziehen. Das haben wir ja eben an dem Leiter dieser Arena hier gemerkt. Also wie gesagt, unser Deck ist bei weitem nicht gut, aber er hat die falschen Karten gezogen und wir haben die richtigen Karten gezogen und von daher konnten wir ihn dann direkt beim ersten Versuch die Zwille ziehen. Ja, 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 ja. Laber nicht. Laber mich nicht voll hier. So. Machen wir mal. Elektro-Club. Was haben wir hier? Wahrscheinlich Elektro-Trainer. Hey, du bläst zum Angriff. Du spielst das Pokémon-Sammelkartenspiel? Yeah, jetzt kommt der Großmeister. Ja, natürlich, der hat Ahnung, der Kollege. Hey, Kleiner, ich habe ein Level 20 Electek. Aber ich hätte viel lieber ein Level 35 Electek. Hey, Kleiner, hast du zufällig ein Level 35 Electek? No. Ach, sei ein Mistdreck. Wirklich uncool, Kleiner. Man sieht sich, Kleiner. Es ist Glück, was in den Boosterpackungen ist, Kleiner. Ich frage mich, ob die legendären Karten hübsch aussehen. Wenn sie glitzern würden, wäre ich richtig glücklich. Ja, okay. Genau, es gibt auch verschiedene Level, also kann ich ja mal eben kurz zeigen, wie das aussieht, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet. Wir haben zum Beispiel, ja genau, hier, Level 12 Pikachu,
wäre zum Beispiel hier Njagen und Donnerschock. Und das Level 14 Pikachu hätte zum Beispiel Funkenregen. Ah genau, haben wir eben, also wir machen 20 Schaden und dann eben noch plus 10 Schaden gegen irgendeins auf seiner Bank. Also auf der Bank vom Gegner logischerweise. Und natürlich, ihr habt es auch gerade gesehen, die haben auch, ja, muss ich nicht nochmal zeigen, aber ich kann es ja machen. Die haben ja auch hier verschiedene Muster, wie man hier sieht. Oh, Reitschuh hat auch verschiedene, zwei verschiedene sehe ich gerade. Und ich glaube, die glitzern sogar beide in im Real Life, so wie es gerade hier aussieht. Aber gut, wollen wir mal schauen. Wen haben wir hier? Stewardess, Jennifer. Ist Pikachu nicht total niedlich? Mein Herz hüpft, wenn ich diese süßen kleinen Augen sehe. Ja. Hey, möchtest du gegen mein Pikachu-Deck antreten? Was hast du da wohl für Pokémon? Oh Gott. Oh Gott, ich sehe es schon kommen. Der wahrscheinlich auch Surfer-Pikachu und so ein Scheiß. Also, dass es eben sehr effektiv ist gegen... Oh, ich kotze schon ab. Oh Baby, oh Baby, oh Baby. Lass mal sehen. Oh, ich habe das falsche Deck. Geil. Na gut. Verdammt. Egal, dann bringen wir das... Ich lasse einfach mal Kangama draußen und lasse es down gehen, weil ich glaube nicht, dass das irgendwas wird. Denn Kangama ist ja auch sehr uneffektiv gegen... Ey, Quatsch, das ist ja gar nicht Stein. Das ist ja... Und wir können sogar angreifen eigentlich, wenn ich alles durchkriege. Okay. Flug Pikachu. Mhm. Was kannst du denn? Donnerschock und Fliegen. Peach Cobbler. Wenn wir alle vier Karten auf... Na gut, versuchen wir es einfach mal. Wenn wir alle vier Karten auf Kangama bekommen, dann... Könnte es vielleicht noch was werden. Wasserenergie, das ist schon mal gut. Je mehr Energie, desto besser. Wobei wir momentan genügend haben für ihn. Oh ja, stimmt. Gelähmt ist ja auch wieder so eine Sache, ne? Hm. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Momentan müssen wir noch nicht angreifen. Schrägstrich können wir noch nicht angreifen, besser gesagt. Das wäre die genauere Ausführung. Safkorn, geil. Jawohl, erstmal all the energy. All the energy. Ich glaube, Kometenhieb war ja 40 oder 20? 20 plus Kopf, glaube ich. 100 pro hat die Kollegin übrigens einen Surfer-Pikachu. Ich sehe es schon kommen. Dann macht sie ihre blöde Wasserattacke und... Bäh. Aber solange hier noch nicht Flug kommt, ist das gut. Kein Flug ist gut. Okay, noch zwei Züge. Dann hagelt hier ein paar Kometenhiebe von der Luft. Oho! Oder direkt jetzt schon. Yes! Okay. Ja genau, 20 plus Kopf, also 20 pro Kopf, quasi, sprichwörtlich. Komm, komm, komm. Okay, dreimal, please. Komm, Blocks. Blocks! Yes, okay, going down, bitch! Sorry. Geiles Gefühl. Geiles Gefühl, definitiv. Hindoran weiblich, komm in meine Arme. Level 6. Wie viele verschiedene Pikachu-Levels gibt's eigentlich hier im Trading Card Game? Und noch ein Level 16, aber ein anderes Motiv, also andere Attacken, denke ich mal auch. Und immer mit Donnerschock, ne? Immer schön mit Lähmung, ne? Genau, geil. Genau das wollen wir sehen. Ich brauche einen Hyperheiler oder sowas, dann ist das Vieh eigentlich direkt schon mal... Nee. Schade. Okay, komm... Oh, ich habe einen Hyperheiler. Ah. Ah. Guck mal einer an hier. Guck mal einer staunen. So. Jetzt gibt's nämlich überhaupt keine Gnade mehr, mein Lieber. Mein Liebchen. Hoffentlich. Wenn wir dreimal Kopf haben, ist es down, das Vieh. Hehehe. Da hast du dein Pikachu. Biatsch. Only in Pokémon Trading Card Game. Pokéball. Geil. Okay, mal schauen. Noch keine Energiekarte. Das lässt mich schon mal in Staunen. Keine Energiekarte. Bitch. Geil sowas. Hashtag I love it. Quasi. Moment. Bisaknosp ist der Plan, den ich jetzt gerade hier versuche durchzubringen. Kriege ich auch. Geil. Okay. Gib mir mal einen Bisaknosp. Gib mir mal einen Bisaknosp. Wo ist es? Komm her. Komm her. Bisaknosp.
Komm in meine Arme. Mm. Oh, Baby. Yes. Oh, I love it. Yes, Baby. Oh, keine Chance. Keine Chance wie ihr Pikachu-Deck. Oh, yeah. Also, zumindest hat sie nicht gelogen, als sie meinte, das ist ein Pikachu-Deck. Einfach mal ruhig sein und dann klappt's anscheinend einigermaßen. Down die Sau! Down die Sau! Und null Chance. Null Chance. Kangama for the win. Kangama klärt hier, aber ordentlich. Das zweite Mal schon. Finde ich gut. Oh, oh, kannst du nicht angreifen, hä? Hm? Man wird zu einem richtigen Asshole, glaube ich, wenn man das sagt, habe ich gerade so das Gefühl. Moment. Okay, okay, das war das, alles klar. Gar nicht schlecht, die Karte eigentlich. Wenn sie nicht direkt down wäre, vielleicht. Schade. Dreimal Kopf hätten wir gebraucht, aber naja. Schauen wir mal, ob wir trotzdem Nägel mit Köpfen machen können. Okay, ich wollte gerade sagen, falls er angreift und irgendwie denkt, er muss einen, den Starken markieren, kann ich auf Dings-Kollegen wechseln. Oh, mache ich, glaube ich, auch. Auf Bisa Knosp. Denn, ich glaube, 30 Schaden, genau. Na komm, gehen wir auf Nummer sicher. Woll, Bisa Knosp. Wunderbar, Rankenhieb und tschüss. Letzter Preis. Das wäre ihr Preis gewesen. Ist er auch. Wunderbar, sehr gut. Alle Preise genommen und das war's, Kollegin Jennifer. War ich überrascht. Ah, mein Pikachu hat verloren. Richtig. Gut erkannt. Was haben wir denn hier? Oh, Baby. Nochmal eine doppelt farblose, ist ziemlich gut. Schlurp. Was kann er denn? Zungenangriff. Gelähmt und verwirrt. Das ist ein richtig bärstiges Vieh. Okay, Vulpix, Paras, die Moosknabe. Okay, Bildsporer war... Ah, okay, schlafend. Bildsporer war schlafend? Na gut. Auch ohne Münzwurf. Ammonitas. Aquaknarre. 10 Schaden plus 10. Auf, ah, okay. 40 KP, also maximal kann es 30 Schaden machen. Bevor es down ist. Na gut, das ist halt Basis, ne? Und wird aus einem Geheimnisfossil eben entwickelt. Also da geht man schon auf die Entwicklung dann. Volona. Rizzo raus, alles klar. Nochmal doppelt farblos. Das ist nicht schlecht, wenn man das hat. Voltoball, Traumato. Konfu-Strahl ist klar. Natürlich. Voltoball war nur ein Tackle. Na gut, ein bisschen Arm, aber okay. Muschasse. Das ist echt. Das ist komplett useless eigentlich. Du musst gut auf deine Pokémon-Karten aufpassen. Ja, mach ich. Okay, Philipp. Elektro-Pokémon können auch die gegnerische. Na, Moment! Bank angreifen. Elektro-Pokémon sind die stärksten Pokémon. Wie sieht es aus? Willst du gegen mich antreten? Nein, weil ich möchte noch kurz wechseln. Ich wollte dich mit meinem Elektro-Dog schocken. Der ist auch nicht mehr ganz frisch. Gut. Dann wählen wir das Deck hier aus. Stone Fighters. Keine Chance hast du, mein Lieber. Ja, weiß ich alles schon. Ist okay. Bist der Stärkste, genau. Und ich mach dich lang, mein Lieber. Okay, auf geht's. Ein Match mit 4 Preisen.